das passt. Ein völlig durchgeknallter Clown und sein Zirkusdirektor. Captain Cthulhu hier schätzt mich nun mal. Er erkannte mein Potenzial im Gegensatz zu den Erdenbewohnern. Ich habe bisher nur ungenutzte Möglichkeiten gesehen. Der Typ hat mir die Mittel gegeben für meine größte und beste Hypnoscheibe. Wir stellen eine Show auf die Beine, die dich garantiert umhauen wird. Was? Hey, nein, lass das! Was wollt ihr mit meiner Uhr? Du bist das beste Beispiel dafür, wie die Macht der Omnitrix selbst den schwächsten Menschen in einen fähigen Krieger verwandeln kann. Ich bin unaufhaltsam, wenn ich diese Macht verbinden kann mit der Hypnose-Technologie des Clowns. Cha-cha-cha! Ein ganzer Planet voll willenloser Gestaltwandler, alle unter meiner Kontrolle. Die perfekte Armee, um uneingeschränkt weitere Galaxien zu erobern. Also, was meinst du? Soll ich die Truppen vorbereiten? Ja, nein! Jetzt muss ich dich nur in diese Maschine packen. Pack dich, Hufeier! So viele Knöpfe. Ich weiß nicht, wie ich das Ding ausschalten kann. Ich hätte da ein paar Ideen. Gut. Er muss in den Apparat, sonst kann ich die DNS-Software nicht zu Ende kodieren. Wird gemacht, Alien-Freund. Na, endlich gibt's Action. Rolle vorwärts. Kennst du noch meinen Stab? Schau genauer hin. Nein, danke. Es ist fast soweit. Bring ihn schnell zum DNS-Extraktor. Alles klar, DNS-Maschine ist bei 100%. Nicht stolpern. Ein Omnitrix-Sandwich kommt sofort. Bestellung aufgegeben. Hier wird deklariert. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Pass auf, wo du... Geh aus dem Weg! Clown, leg ihn rein, während ich die Maschine vorbereite. Halt still, Junge! Dr. Zomboso wird sich um dich kümmern! Wow, schau dir das an! Das sieht mir nach einem prächtigen Ziel aus. Du hältst besser Abstand, Gwen. Da. Oh, ich sollte auch Abstand halten!